50 Meter bis zur Marke. Das war dann der Preis der Trauer, Freunde. Gäste von erster Lauf ist gestartet. Avatar Energy stürmt an die Spitze des Feldes, übernimmt das Kommando. Und es geht auf die Runde 1. Avatar Energy hat das Kommando Española C. Dahinter ist außen Opus One. Zur Stelle an der Innenkante Zarin Dede. Ganz außen noch ohne Lage Gala Kams. Dahinter sucht Vieux Manoir. Eine Lage hat sie auch noch nicht. Jetzt hat er sie. Aber vorne das Kommando, das hat Avatar Energy. Avatar Energy kommt als erstes Pferd auf die Überseite. Zweite Position hier für Española C. Und dahinter verbessert sich außen nun Gala Kams im Fahrwasser Vieux Manoir. An der Innenkante Zarin Dede, Opus One mit außen Cash Highkant. Dahinter dann Vaikant und am Ende sieht man Red Bull. Ende gegenüber wird erstmals angesteuert. Feld geht in den Loroper Bogen hinein und Avatar Energy weiter an der Spitze des Feldes. Ist von Frank Degelow im Tatendrang schwer zu bremsen, aber er schafft es und führt weiter. Avatar Energy, 200 Längen voraus gegen Española C und außen dann Gala Kams, die ersten drei dahinter, Vieux Manoir an der Innenkante, dabei ist Zarin Dede, dann Opus One, dahinter bemüht sich Cash Highkant, Feld erreicht die Tribünen gerade und kommt an der Startstelle vorbei. Da hat auch Opus One die Innenkante verlassen, als sich die Lücke auftat und hat nun ebenfalls freie Bahn hinter Vieux Manoir, aber vorne die freie Bahn für Avatar Energy geht auf Runde 2. Mit klarer Führung und immer noch mit geplatzter Leine. 1000 Meter noch Avatar Energy. Dahinter Española C lässt sich bereits bitten. Dann ist außen Gala Kams zur Stelle. Vieux Manoir drohte anzugreifen. Hat er dann doch nicht gemacht. Nun greift er doch an. Feld erreicht die Überseite. Und wer im Augenblick überhaupt nicht zu erreichen ist, ist Avatar Energy. Avatar Energy, 3, 4, 5, 6,5 Längen vor Española C. Dann ist Gala Kams geschlagen, Opus One setzt nach. Dann versucht es auch Vieux Manoir, aber das sind weite Wege für die Favoriten. Avatar Energy mit der Führung im Schlusspunkt, 500 Meter noch. Avatar Energy, Española C mit der zweiten Luft, setzt nochmal nach. Dahinter ist es Zarin Dede, Opus One ist Vierter und wer überhaupt nicht durchdringt, ist Vieux Manoir im Scheitel des letzten Bogens. Avatar Energy ist vorne. Española C, Zarin Dede, Opus One und dahinter Vaikato. Und es geht um die letzte Ecke in den Einlauf hinein. Und da ist Avatar Energy vorne. Avatar Energy, dahinter Española C, Opus One, Avatar Energy. Und was soll da jetzt noch schief gehen? Da kann nichts mehr schief gehen. Ja! Genau, worüber reden wir vorher? Deswegen doch, Avatar Energy dahinter Opus One, dann Española C. Vorlauf wie Richterspruch für das zweite Rennen. Es gewinnt die 4 Avatar Energy vor der 5 Opus One und der 1 Española C. 4, 5, 1 vorläufig. Starte für das dritte Rennen. Im Narzissenrennen blühen 8 Pferde. 1 bis 8, 8 Pferde.